Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zum nächsten Video mit Enrico Galvini. Vielen Dank für die vielen E-Mails und die vielen Vorschläge für Videos und auch Fragen für Videos. Und hier kommt jetzt das erste Video, nachdem ihr gefragt habt. Und zwar wurde ich auch immer und immer wieder gefragt, Enrico, in der Esoterik-Szene hört man immer wieder, was ist Ego? Es wird immer wieder über das Ego geredet. Und hier kommt meine Challenge, die 3-Minuten-Challenge. Was ist Ego? Erklärt in 3 Minuten. Es ist eigentlich ganz einfach zu erklären. Also, das göttliche Bewusstsein, da haben wir ja alle ungefähr eine Fantasie von, was das ist. Das setzen wir mal an die Spitze eines Dreiecks. Und das göttliche Bewusstsein hat sich aufgeteilt in das männliche und in das weibliche Pendant der Intelligenz. So, die männliche Intelligenz, die kennen wir alle, die ist in der linken Gehirnhälfte zu Hause. Die linke Gehirnhälfte steuert den rechten Körperteil. Das ist sowas wie Lesen, Rechnen, Schreiben, Chemie, Physik, alles das, was mit Logik zu tun hat. Die linke Seite der Intelligenz, quasi die rechte Gehirnhälfte und die linke Körperhälfte, das ist die weibliche Intelligenz, die Intuition. Da haben wir solche Fähigkeiten angesiedelt, wie zum Beispiel das Musizieren, das Dichten, die Schauspielerei, die Kunst, da haben wir unser Farbempfinden. Also alles das, was wir quasi für uns entdeckt haben, was nicht so mathematisch linear ist, sondern was so ein bisschen verwaschener ist, was weiblicher ist, ist dann auch dem Wasserelement zugeordnet. Die 3-Minuten-Challenge läuft, ich weiß. Das sind also die beiden Grundintelligenzen. So, was ist nun Ego? Wir haben ja hier auf der einen Seite unten von einem Dreieck die weibliche Intelligenz, auf der anderen Seite rechts die männliche Intelligenz und oben vereint sich das zum göttlichen Bewusstsein. Wie entsteht nun Ego? Ego ist entstanden, als die männliche Intelligenz an die Spitze gekämpft hat, sozusagen dann da das göttliche Bewusstsein nach unten verdrängt hat, zusammen zur weiblichen Intuition. Das ist der aktuelle Fall. Wir haben aktuell unten das göttliche Bewusstsein und die Intuition an der Basis und oben der Verstand. Und der glaubt jetzt, er ist der Chef, das ist Ego. Denn der Verstand glaubt, er ist das göttliche Bewusstsein und das ist das Problem an der ganzen Sache. Und in dem Fall spricht man dann bei der Logik und bei dem Verstand von Ego. Denn der Verstand glaubt, er kennt alle Antworten, die es braucht, um diese Welt zu erklären. Das ist aber natürlich, wir wissen es, nur die halbe Wahrheit. Und in dem Moment immer, wenn der Verstand sich an die Stelle des göttlichen Bewusstseins setzt, wird der Verstand zum Ego und dann in dem Fall ist er uns auch nicht mehr hilfreich, er ist kein Werkzeug mehr, sondern er ist einfach nur noch im Weg. Denn was passiert, wenn unten das göttliche Bewusstsein und die Intuition sich die Linie teilen? Da entsteht Fanatismus, da entstehen Religionen, die sozusagen mit dem Verstand nichts mehr zu tun haben und dann kommt das Ganze leider aus dem Gleichgewicht. Das ist die 3-Minuten-Challenge. Was ist Ego? Was müssen wir also tun? An alle Männer und an alle Frauen, die den Verstand auf den Thron gesetzt haben, holt ihn da wieder runter. Er ist ein Diener zusammen mit der Intuition, unseren künstlerischen Intelligenzen und Fähigkeiten. Wenn die beiden wieder auf einer Ebene sind, wenn es also genauso wichtig ist zu musizieren, wie die Mathematik zu verstehen, dann können sich diese beiden Strömungen der Intelligenz wieder zum göttlichen Bewusstsein vereinen und dann kann auch die Welt gesunden. Solange nur der männliche Pol oben versucht zu herrschen, das Auge der Pyramide, wird daraus nichts mehr werden. Und der Verstand wird permanent ad absurdum geführt, denn er kann die Welt nicht erkennen. Das bedeutet, als Männer, als Frauen erkennt, dass die Intuition, das Künstlerische gleichberechtigt ist mit den Wissenschaften. Und dann könnt ihr diese beiden, wenn sie voll ausgereift sind, zum göttlichen Bewusstsein verschmelzen. Das ist dann das Christusbewusstsein oder auch das Marienbewusstsein. Falls ihr dazu Fragen habt, schreibt mir gerne. Falls ihr dazu Anregungen habt, schreibt mir auch gerne. In diesem Sinne, ich wünsche euch alles Liebe. Das war die 3-Minuten-Challenge. Ich schaue mal, ob ich es geschafft habe. Bis dann. Ciao.